Hi Leute, willkommen bei P1 TV in Tokio. Es ist mal wieder Gran Turismo World Tour, dieses Mal im Rahmen der Tokyo Motor Show. Und ich nehme euch wieder mal mit, wie schon in New York. Ich bin gerade angekommen, ich bin insgesamt 4 Tage jetzt hier. Ich befinde mich jetzt gerade direkt in Shibuya. Ich mache also gerade hier schon direkt nach meiner Ankunft ein bisschen Sightseeing. Ich habe jetzt seit 1,5 Tagen nicht geschlafen, also ich bin quasi heute früh morgens hier angekommen, bin morgens früh aus Deutschland los und flog in die Nacht rein. Hab kaum geschlafen, aber übermüdet, aber es ist natürlich jetzt überwältigend hier. Ich bin das allererste Mal überhaupt in Japan und ich möchte euch hier einiges zeigen auf jeden Fall. Tokyo Motor Show, klar, ein bisschen was von GT, aber auch hier so von der Umgebung dachte ich, nehme ich auch mal ein bisschen was mit. Ich will eigentlich jetzt nochmal zu Subaru fahren, weil die haben hier eine ganz tolle Ausstellung mit Rallye-Fahrzeugen von Solberg und Co. Will ich mir eigentlich gleich nochmal anschauen, das ist aber extrem weit weg. Ich schlag mich hier gerade so ein bisschen durchs U-Bahn-Netz hinter mir, gerade hier Shibuya. Und ja, ich gucke einfach mal weiter. Viel Spaß mit dem Video. Das sieht auch richtig gut aus. Dann werde ich jetzt erstmal hier zu dieser Musashi Sakai Station fahren. Von hier aus, es geht ja sogar 32 Minuten, dann nochmal 30 Minuten zu Fuß von der Station zu dem Subaru-Händler. Der 30-Minuten-Weg zur STI Gallery, der führt mich hier durch beschauliche Wohngebiete und Orte, an denen wahrscheinlich nie ein Tourist vorbeikommt. Das hat ja auch mal Charme, ne? Ich habe tatsächlich eben auch in Shibuya diese Mario Kart-Leute gesehen, wo man mit diesen Karts rumfahren kann. Auch super witzig. Eine typische japanische Straße, mit einem typisch japanischen Haus, einem typisch japanischen Auto im Carport. Fett, ey. Ja, man merkt, wir kommen der Sache näher. Dieser ganze Gebäudekomplex hier ist auf Google Maps als Subaru Dormitory ausgewiesen. Oh, jetzt habe ich schon gespoilert hier. Ja, keine Ahnung, was das hier bedeutet. Wahrscheinlich ist das so eine Art Wohnunterkunft für die Subaru-Werksmitarbeiter. Auf jeden Fall ist hier ja wohl schon mal, hier steppt schon mal der Bär, sag ich mal. Ne? Also wir kommen der Sache immer näher. Ich bin jetzt noch ungefähr 300 Meter von der STI Gallery und von Subaru Tokyo entfernt. Und dieser Parkplatz hier, der spricht schon mal für sich, oder? Also hier ist alles dabei. Das ist sogar ein Forest der STI. Ich glaube schon, ja. Komm, wir gehen mal ein bisschen gucken. Oh ja, es ist ein Forester STI. Und der BRZ hier auch, schöne Farbe. Die Farbe mag ich sowieso sehr gerne, dieses Dunkelblau hier. Ganz, ganz selten hier bei der Generation, die Yvonne ja auch hat. Ja, von da bin ich gerade gekommen. Hier geht es auch munter weiter. Absoluter Hammer hier. Nochmal das Modell von Yvonne. Dann hier, was es bei uns nicht gibt, Levorg STI. Und hier gibt es aber auch was Klassisches noch. GC8 haben wir hier auch. Vor allem von Subaru kommt im Video noch mehr, weil Tokyo Motor Show haben die ja auch einen Stand. Hier nochmal ein STI Levorg. Da gibt es ja nochmal die STI EO20 Final Edition zu sehen. Und das neue Levorg Konzept. Und ja, da werden wir auf jeden Fall auch nochmal was sehen. Aber hier ist ja schon mal was los. Ja, aber ich glaube, selbst dieser Parkplatz verblasst gegen das, was wir gleich sehen werden. Deswegen gehe ich hier einfach mal weiter. So, die Subaru-Fans, jetzt bitte mal schon mal fest anschnallen. Wir gehen jetzt mal rein. Ich werde erstmal fragen, ob ich da überhaupt filmen darf. Ich werde jetzt nicht mit der Kamera direkt reinlaufen, erstmal abklären und dann schauen wir uns das hier gemeinsam mal an. Ja, also Film geht in Ordnung. Hier stehen einige tolle Exemplare, originale Rallye-Fahrzeuge. Ich vermisse gerade so ein bisschen noch die 24-Stunden-Autos. Es kann auch sein, dass sie auf der Tokyo Motor Show stehen. Müssen wir dann morgen mal gucken. Aber ja, auf jeden Fall mega Autos hier. Vor allem einiges so zur ganzen Subaru-Historie. Ja, das Ganze geht hier los mit dem 24-Stunden-Rennthema. Die Autos, wie gesagt, fehlen. Aber hier laufen so ein paar Videos. Vor allem da oben, ne, die Trophäen einfach. Es geht den ganzen Schrank so weiter.
Und hier geht's los. 2007 Rallye Monte Carlo, Originalauto Petter Solberg. Und ich glaube, nicht nur ich, auch viele andere verbinden genau so ein Auto, genau dieses Auto eigentlich auch mit der Marke Subaru im Rallye-Sport. Das waren so die letzten größeren Erfolge auf jeden Fall auch hier. Und das ist wirklich eins der schönsten Hawkeye-Modelle. Breitbau hier, WRC S12-Chassis, ne? Hinten auch, das geht richtig wuchtig raus. Ich gehe mal hier ein bisschen näher ran. Und ja, man kann hier einfach reinspazieren. Hier sind auch nicht groß Leute irgendwie. Ja, kann man hier auch reingucken, alles offen, super geil. Du hast hier auch typisch die Luftritze natürlich, dann hier nochmal so richtig Luft aus ist, damit die Hitze hier schön raus kann. Beziehungsweise ist hier sogar ein Kühler. Ach, vor allem diese Heckflügel. Boah. Ja, bevor wir jetzt gleich zu der Legende hier kommen, dem 555 Subaru, gucken wir uns doch nochmal hier diese schöne Ahnenreihe an. Weil das ist echt ganz schön gestaltet hier mit den Modellautos. Was ganz witzig ist, dass ihnen einige noch fehlen. Da ist dann immer so ein kleines Looking For drauf. Und ja, das erklärt nochmal so ein bisschen meine Verbindung auch zu Subaru, glaube ich, weil ich bin auch Jahrgang 89 und da ging das Ganze hier los mit dem Legacy in der Rallye-Weltmeisterschaft und vor allem auch der EO20-Motor feierte so ein bisschen sein Debüt. Und da ging das also los hier, Legacy, und da kommt dann irgendwann die Ablöse. Ne? Da haben wir ihn dann, den Impreza WRC 1993. Da kam auch dann diese Farbgebung, die wir heute alle kennen, das Blau mit den goldenen Felgen. Durch diesen Tabakkonzern 555, britischer Tabakkonzern, dieses Farbschema mit dem Gelb-Blau, mit den goldenen Felgen, das hat sich bis heute dann soweit durchgezogen. Und auch heute wird es wieder aufgegriffen von Subaru Motorsport USA, die auch in der American Rallycross wieder mit diesem Farbschema unterwegs sind. Ja, dann hat sich Subaru hier ja leider in den 2008, 2009 aus der WRC verabschiedet. Da gab es dann ja auch hier die große Weltwirtschaftskrise. Und dann hat man sich 2010, 11 dazu entschieden, eben nicht mehr so ein großes Weltmeisterschaftsprogramm zu fahren, sondern hier dieses jährliche 24-Stunden-Rennen in Angriff zu nehmen. Nebenbei natürlich immer noch aktiv unterwegs in den GT-Serien in Japan hier. Jetzt kommen wir zum 1996er Impreza 555 Rally Sanremo Originalfahrzeug hier von Colin McRae mit seinem damaligen Beifahrer Derek Ringer. Ja, ein Jahr nachdem der WRC-Titel gewonnen wurde, der Fahrertitel, und trotzdem aber auch 96 meines Wissens nach dann Konstrukteurs-Champion. Jetzt sind wir dann beim unmittelbaren Vorgänger von dem Impreza, das ist noch der Legacy Rallye Neuseeland, auch von Colin McRae und Derek Ringer gefahren. Und man sieht hier ProDrive, die haben aus England heraus operiert, jahrelang auch die Karossen und so weiter hier für Subaru gebaut. Da ist so viel Historie einfach dran, gerade an diesem Auto. Die ganzen Schalter hier zum Beispiel sind, ich vermute mal auch Wischer und so. Ja, da wird noch richtig handgerissen, während der 2007er WRC da natürlich auch schon Schaltwippe hatte. Yeah, it looks pretty much like the like the normal engines, yeah. Except for that. Yeah. Yeah, they need this air. Ja. We call it poison mushroom. Ja. So, einer der Mitarbeiter hat mich jetzt hier nochmal kurz in die Garage hinter der Gallery geführt, weil hier steht nämlich noch das 2016, right? Ja. Das 2016er 24-Stunden-Auto. Und nochmal ein LeVorg STI. Ja, geil. Die 2012er und 13er und so, die haben sie leider nicht mehr hier gerade. Er war auf jeden Fall mega nett. Er hat mir hier nochmal die Motorhaube aufgemacht und alles. Nochmal gesagt, das Auto hier. Das erste Auto, mit dem Subaru überhaupt einen Rallye-Weltmeisterschaftslauf gewonnen hat. Und er hat mir auch nochmal hier den Motor erklärt. Hier liegt nämlich ein EO20 Rennmotor, also aus dem GT300 WRZ-Fahrzeug. Den sieht man hier auch nochmal. Der Subaru GT300 EO20 Engine, komplett gewichtsreduziert, Schwerpunkt optimiert und ein Output von 500 bis 600 PS. Also ein sehr, sehr kompaktes Setup. Man sieht es hier auch, ne? Komplett Leichtbau, Carbon-Verkleidung und vor allem hier hat er auch gezeigt, es wurde halt überall nochmal so geschliffen und so, um hier möglichst viel Gewicht rauszunehmen aus diesem Block. Wahnsinn. Ja, dann schließen wir hier nochmal ab mit dem 22B. 400 Stück wurden gebaut für Japan, beziehungsweise 10 davon oder so gingen auch in andere Märkte, aber hauptsächlich eigentlich für Japan gedacht. Die Preise bewegen sich momentan für gut erhaltene Modelle im 100.000er Bereich, denke ich mal. Ja, und Ersatzteile da ganz schwer zu bekommen. Und was den 22B halt ausmacht, bei der GC8 STI-Variante generell gibt es halt nicht diesen Breitbau. Ne? Also das seht ihr natürlich schon, die Kotflügel,
wie das Auto dasteht. Aber so ein Coupé, Allrad, das wäre nochmal wieder was, ne? Vor allem so breite Backen. Aber ich fürchte, diese Zeiten sind vorbei. Das ist auch der Grund, warum diese Autos im Wert immer weiter steigen werden. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, wenn ihr Subaru-Fans seid, dann kommt auf jeden Fall mal hierher, weil hier stehen halt schon wirklich bedeutende Modelle, Originalautos auch, Colin McRae, 22B etc. pp. Sollte man sich dann als echter Fan nicht entgehen lassen. So, ist der zweite Tag, Freitag. Wir fahren jetzt gerade zur Tokyo Motor Show. Das Wetter ist richtig schlecht jetzt geworden, aber ist egal, weil wir sind ja heute eh nur drin. Aber das wäre gestern ein schlechtes Timing gewesen, wenn das so gewesen wäre. Subaru BRZ GT 300 aus der japanischen Rennserie. Das Fahrzeug hat je nach Restriktoreinstellung und so weiter mindestens 350 PS. Das ist hier nochmal die Final Edition E20 vom WRX STI. Ähnlich wie wir es von unserer Final Edition kennen, hat dieser STI hier alle Anbauteile von STI, also die Spoilerlippen, die Seitenteile und so weiter. Ja, hier wurde nichts an der Leistung gemacht, aber Fahrwerkskomponenten, Kupplung, Bremse, also alles, was auch für Performance wichtig ist, wurde hier nochmal angepackt bei dem Final Edition. Ja, auch schönes Detail hier, dieser Streifen auf dem Kühlergrill in dem Cherry Blossom Rot. Das ist auch neu hier für das neue Modell, ja, was es bei uns ja leider nicht mehr gibt. Diese Verkleidung hier vorne mit dem integrierten Licht hat hier vor allem auch einen Lufteinlass. Und da geht Luft tatsächlich auch durch den Radkasten und wird dann hier hinten wieder ausgeleitet an dem Seitenteil am Kotflügel. Und ja, es gibt hier super leichte BBS-Felgen, natürlich in Gold. Was bei den Special- und Sonderedition auch mal zu sehen ist, dieses schwarze Seitenbett von STI. Ja, das Heck ist ja soweit auch seit 2015 eigentlich unberührt. Und ähnlich wie bei unserer Final Edition auch hier komplett die Verspoilerung. Beziehungsweise hier bei der japanischen Version auch die Teile, die gab es bei unserer Final Edition, soweit ich weiß nicht, muss man sich schon mal extra nachbestellen. Auch schick finde ich hier dieses Detail, diese Lufteinlässe, Luftauslässe auch nochmal hinten. Und ja, was die japanischen Welle immer charakterisiert, ist natürlich hier der Heckwischer. So, hier ist der LeVorque Prototype mit dem 1,8 Liter Boxermotor, Turbo geladen, Putze auf der Motorhaube. Ja, der LeVorque ist aus zweierlei Gründen schon mal interessant. Zum einen denke ich mal, dass diese Prototypenstudie hier schon sehr, sehr seriennah ist. Also es sieht aus wie ein Fahrzeug, was so auch gleich auf der Straße rollen könnte. Ja, wenn man sich die letzte Generation vom WRX STI angeschaut hat, dann weiß man, dass der ja quasi dem LeVorque wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Diese Fahrzeuge teilen sich eine Plattform. Deswegen könnte dieser LeVorque auch schon einen Ausblick geben auf den kommenden WRX STI, der wahrscheinlich nächstes Jahr erst vorgestellt wird. Aber das sieht eigentlich schon mal ganz gut aus. Das geht jetzt hier in Richtung SUV. Sieht so ein bisschen aus wie ein futuristisch gestalteter Subaru XV. Auch hier wieder eine sehr scharf gezeichnete Formensprache. Schöne LED-Technik. So, hier haben wir einen ganzen Bereich der Messe, wo so Workshops mit Kindern gemacht werden, wo die verschiedene Sachen über die Mobilität, über Autos und so weiter und auch andere Sachen lernen.
zum Beispiel von Mazda auch. So, hier wird schon ganz früh geübt, ja. Reifendruck, Reifenwechsel. Ja, Daihatsu kann auch sportlich. Das hier ist der Kopen Gazoo Racing Sport. Also die Tuning- und Motorsport-Firma von Toyota Gazoo Racing hat sich auch diesen kleinen Cabrio hier angenommen. Ja, er ist relativ sportlich optisch, er hat allerdings nur 64 PS. Das hier ist die Tokyo Motor Show, zumindest ein Teil davon, Halle A und B. Und hinter mir befindet sich noch die Megaweb Toyota City. Und da drin befindet sich dann auch die Bühne von Gran Turismo Sport. Dieses Megaweb ist normalerweise so ein City-Showcase einer futuristischen Stadt. Ich vermute mal, jetzt für die Messe wurde das komplett außen umgeräumt. Diese Halle ist aber trotzdem dem Thema Zukunft treu geblieben. Open Future nennt sich dieser Bereich. Ja, und hier geht es tatsächlich so um Zukunftstechnologien und Konzepte. Gucken wir mal rein. Und hier ist nämlich auch unsere E-Motorsport-Bühne. Ja, das hier ist einer der Vorreiter im Automobilbereich, wenn es um das Thema Wasserstoffantrieb geht, der Toyota Mirai. Das hier ein potenzieller Nachfolger, das Mirai Concept. Und der sieht nochmal deutlich eleganter aus als die aktuelle Variante. Also so würde mir die auf jeden Fall auch gefallen. Und das ist sie, die Megastage. Mein Arbeitsplatz fürs Wochenende jetzt. Und genauer gesagt da unten in der deutschen Kommentatorenkabine. Ein bisschen unglücklich ist natürlich, dass wir etwas abgeschnitten sind hier von dem Hauptgeschehen und dass dann wahrscheinlich, wenn es am Wochenende voll wird, viele, viele Leute dort genau durch die Mitte laufen, weil da der Weg hochführt zu dieser Rolltreppe. Ja, wird auf jeden Fall trotzdem ein Spektakel. Ich denke mal, dass wir sehr, sehr viele Live-Zuschauer haben werden, die sich dann auch noch hier umverteilen. Man sieht das jetzt schon hier beim Supra Cup Qualifying, da schon viele Leute von oben auch zuschauen. Open Future, die Zukunft ist offen. Mal gucken, ob der Roboter hier mit uns sprechen möchte. Nee, ich glaube nicht, er dreht sich wieder weg. Und Toyota hier auch wieder mit einem sehr futuristischen Konzept, der LQ. Der hat sogar noch ein Lenkrad, also gucken wir mal. Naja, da vorne sind Scheinwerfer eingelassen, die hat man auf den ersten Blick gar nicht gesehen, als sie aus waren. Ja, es sieht halt wirklich aus wie aus so einem Utopiefilm, ne? So ein Zukunftsfilm. Sowohl vom Design toll gemacht, als auch die Technik, die man hier sehen kann. Also hier unter sind komplett Rotorblätter, an den Seiten hier auch, wenn wir hier mal so reingucken. Und da ist das Thema fliegendes Auto, beziehungsweise hier Flying Bike, wie auch immer man das nennen möchte, gar nicht mal so weit weg. Ein weiterer futuristischer Dreisitzer, der sogar Schriftrolle hier vorne hat. Okay, wie sieht hier die Steuerung aus? Okay, mit Schaltknüppeln, mit einem großen Tablet drin. Und dann hier zwei Passagiere. Supra Cup Qualifying, man sieht mal wieder, wer hier direkt den Hut auf hat. Michael, go, go, go. Er hat sich zum Ziel gesetzt, auf jeden Fall den Supra Cup zu gewinnen. Ja, mal gespannt. So, wir springen hier mal in den zweiten Abend am Samstag. Heute war schon mal Supercup. Den hat der Mann hier gewonnen, Michael Izal. Hallo. Top, top, top. Und dann gab es heute noch Manufacturer Series und jetzt haben wir was Besonderes vor, und zwar Tatsumi Parking Area. Den richtigen Tokio und JDM-Fans ist das vielleicht schon direkt ein Begriff. Ja. Das ist so ein Parkplatz auf dem Highway, wo sich immer so die Tuner und die coolen Karren treffen und wo man einen Top-Ausblick auf die Skyline hat. Ist bloß ein bisschen schwierig zu erreichen. Man kann nur mit dem Auto dorthin, das heißt, wir müssen uns ein Taxi irgendwie nach oben suchen. Ja. Wir haben ein paar Leute noch vom Team, die sich uns gleich anschließen wollen. Und das wird auf jeden Fall, glaube ich, sehr, sehr geil, hoffentlich. Also dann sehen wir uns da gleich wieder. Es ist auf jeden Fall sein Vorteil, dass wir einen Einheimischen in der Gruppe haben. Ich glaube, der Taxifahrer hätte sonst nicht gewusst, wo wir hin wollen. Aber wir sind auf dem Weg. Challenger Hellcat. Guckt euch mal bitte diese Szenerie an. Ich dachte, okay, versuchen wir es mal hierher zu fahren, ich habe das halt gesehen, aber dass jetzt hier sowas abgeht, hätte ich nicht zu träumen gewagt.
ich habe einfach nur Gänsehaut gerade. Hier ist ja alles. Hier sind japanische getunte Autos, hier sind Muscle Cars, italienische Autos, deutsche Autos. Hier versammelt sich wirklich alles, alles, alles. Und es ist so geil. Also allein die Vielfalt hier und dann dazu, diese Kulisse da hinten, einfach nur atemberaubend. So, habe ich noch unser Auto gefunden hier. Heck ist ganz cool, habe ich schon mal gesehen tatsächlich vorher im Internet. So ein, von so einem japanischen Tuner. Hat auch unseren Vortex Generator oben drauf. Jo, ciao. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was hier passiert. Boah, hier Leute, Initial D, die Legende. Ganz geil, hier gibt es sogar ein Megane S. Ey, vor allem, da steht die Polizei und die brettern hier los wie die Verrückten. Das ist unglaublich. Und der nächste. Also wir hatten echt mega Glück gerade, weil ungefähr eine Stunde, ich habe das Zeitgefühl aber auch verloren, muss ich ehrlich sagen, aber ungefähr eine Stunde, nachdem wir angekommen sind, ist hier der Platz komplett leer gefegt. Die Polizei ist gekommen, hat das Ganze hier aufgelöst und ja, wir als GT-Gruppe, wir stehen jetzt hier. Die Polizei ist da, wir haben zum Glück einen dabei, der halt Japanisch spricht, ein Japaner. Und ja, ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert und wie wir hier wegkommen. Es fahren ja hier auch keine Taxis vorbei. Wahrscheinlich müssen wir uns irgendwie einen Uber rufen oder so mit der App. Naja, das war erstmal das Wichtigste, überhaupt herzukommen. Wie man hier wegkommt, ist dann im Zweifel zweitrangig. Irgendwie wird man es schon schaffen. Es fährt hier ab und zu immer noch mal ein geiles Auto vorbei. Jetzt im Prinzip so zwei Möglichkeiten, die wir haben. Entweder wir fahren noch mal zu einem nächsten Platz. Einer der weiteren Tuning-Treffpunkte wäre zum Beispiel dieses Daiko Kofuto. Das ist auch noch mal irgendwo die Straße runter bei einem Highway. Das ist genauso ein Stop wie hier. Auch was man nicht zu Fuß oder mit einer Bahn oder so erreichen kann. Ziemlich schwierig und die meinten jetzt schon auch, dass die Polizei wahrscheinlich auch die anderen Plätze dann dicht macht nach und nach. Es gibt dann noch so ein, zwei andere Spots. Einer aus der Gruppe kennt noch jemanden hier aus der Szene. Aber die Polizei ist halt sehr hinterher. Ich muss dazu sagen, die Leute fahren schon teilweise sehr aggressiv, wenn man ehrlich ist. Es ist zwar jetzt schön anzusehen und es macht auch Spaß, aber ja, es ist genauso wie in Deutschland. Ne? Da sind ein paar Leute, die sich ein bisschen daneben nehmen, benehmen und dann macht die Polizei halt so ein Treffen auch schnell mal dicht. Ne? So eine Ansammlung ist halt ungern gesehen, ne? Ansammlung von vielen Leuten. Wenn das so organisiert aussieht, das mag die Polizei hier auch nicht. Du hast natürlich keine Möglichkeit, das hier anzumelden, aber es ist halt wirklich starkes Underground-Flair. Ja, hier fahren ständig noch Autos vorbei. Ich denke mal, hier ein paar Kilometer weiter ist der nächste Platz. Und der Polizeibus ist jetzt hinten noch stehen geblieben. Ja, ich denke mal, wir werden dann eher jetzt wieder zum Hotel zurück. Ich glaube, ich habe auch einiges gesehen. Man kann sich jetzt eher weniger beschweren. Das war schon ziemlich genial. So, Uber Nummer 1 ist schon mal weg. Also, es besteht Hoffnung. Hier geht was ab, Leute. So, ich habe mein Uber, ich habe ja gesagt, wir kommen hier auf jeden Fall weg. Hauptsache erstmal hinkommen, weg kommt man dann immer. Das hier ist übrigens das Büro von Polyphony Digital. Also das hier sind die heiligen Hallen, in denen auch Gran Turismo entsteht. Und das ist hier im Prinzip so ein Lobbybereich. Die haben hier auch eine eigene Bar und sowas. Da hinten ist quasi das Großraumbüro. Das zieht sich komplett von hier bis hinten durch. Hier kann man so einen kleinen Blick erhaschen auch nochmal auf das Büro von Katsunori Yamauchi. Genau, da hinten geht's rein. Da dürfen wir der Kamera natürlich nicht rein. 150 Leute sind hier ungefähr und seit März diesen Jahres wurde dieses Büro erst bezogen. Ja, und hier ist ja gerade das Drivers Briefing. Für die Nations Cup Manufacturers Series dann hier in Tokio. Und natürlich wurde hier auch an die Nordschleife gedacht.
Das ist hier der fünfte Tag in Tokio. Ich bin gerade zurück auf dem Weg zum Flughafen. Es geht dann wieder nach Hause. Und ja, es war intensiv, es war toll, viel gesehen, viel gemacht. Natürlich die Gran Turismo World Tour. Und wir hatten gestern auf jeden Fall auch im Nations Cup noch tolle Rennaction. Kokubune, ein Japaner, hat hier in Tokio gewonnen. War natürlich großartig für ihn. Und ja, alle hatten eine gute Zeit. Und wenn ihr mich jetzt fragen würdet, Tokio oder New York? Ich fand Tokio sehr viel schöner und aufregender. Ja, ich werde auf jeden Fall wieder herkommen. Ja, das war's dann mit diesem Video hier wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst dem Ganzen noch bitte einen Daumen nach oben da. Aktiviert die Glocke, um kein Video zu verpassen. Kanal abonnieren. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.